oh mein Gott, Leute, haltet euch fest, Flop-Produkt gesichtet. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder vielleicht sogar neu auf meinem Kanal. Heute bin ich belegt mit Beauty-Müll, denn hier stapelt sich einiges, ein bisschen Haushalt ist auch dabei, ne? Und wenn ihr wissen wollt, was bei mir so weggeschrotet worden ist, was etwas taugt in meinen Augen und was einfach blöd ist, dann bleibt gerne dran und wühlt gemeinsam mit mir durch diesen Müll. Ich muss mich hier erstmal gerade befreien mit ein bisschen von den Kissen, denn ich habe wieder zwei. Ich versuche das ja immer ein bisschen wenigstens für euch zu sortieren und ich würde sagen, wir starten mal mit der kleineren Kiste. Und da befinden sich Maskenpflege für die Haut, für die Hautpflege im Gesichtbereich quasi drin. Und da schnappe ich mir einmal das erste. Ihr wisst das, hier sind meist meine Ampullen drin, die ich aufgebraucht habe. Und Leute, vielleicht habt ihr es auch gerade schon gesehen. Mit Masken war ich nicht so aktiv, beziehungsweise mit Tuchmasken muss man ja auch sagen. Ich habe wundervolle Creme-Masken, die ich auch super gerne verwende. Und ich sage schon immer, Ampullen sind für mich so ein kleiner, wenn es schnell gehen muss, so ein kleiner Maskenersatz. Und dementsprechend habe ich hier echt was weggeschrotet, Leute. Von meinen, wohlgemerkt, allerliebsten Ampullen, die ich bisher getestet habe. Ich liebe sie, ich finde sie grandios. Die Rede ist von den Dalton-Ampullen, die für mich herausragend einfach sind. Ich habe auch andere Marken probiert, Barbour, tralala. Ich fand keine, beziehungsweise bis jetzt, ich teste ja immer gerne mal weiter, bis jetzt keine so gut wie diese Dalton-Ampullen. Deswegen sind die auch fester Bestandteil bei mir. Wenn ihr möchtet, könnt ihr bei Dalton ja noch den höchsten Rabatt des Jahres einfach, ich wirklich fieber da immer so hin, Single Katrin gilt natürlich noch. Und wenn ihr was bestellen möchtet, ob die Ampullen oder andere Pflege, was das Herz begehrt, es gibt 30% Rabatt und das lohnt sich ja heftig. Einmal kurz, ihr könnt gerne, ich werde jetzt nicht 10.000 Stunden über die Ampullen reden, dafür gibt es bei mir extra Videos, da könnt ihr gerne reinschauen, da erkläre ich die euch alle. Und hier sind welche, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. In meinen Augen sind das grandiose Ampullen, ich benutze die unglaublich gerne. Das sind die Oh My Blush Ampullen, diese schönen roten Ampullen von Dalton, die wirklich so die Haut anregen und die Durchblutung eurer Haut anregen. Und ich liebe die abends zu machen und meine Haut so ein bisschen anzukurbeln. Die heißen übrigens auch Oh My Blush, weil die so eine schöne, ja, gefühlte Wärme geben, dadurch, dass die Haut sich so, so angeregt ist und durchblutet ist. Dann hole ich mal hier meine kleinen weißen Ampullen, die ich ja auch so gerne mag. Multitasking Ampullen von Dalton, die so einen leicht pudrigen Effekt auf eurer Haut machen. Eure Haut fühlt sich wirklich so angenehm an, wie als hättet ihr da so eine schöne samtige Puderschicht drüber. Die perfektionieren das Hautbild nochmal. Und die sind für mich zum Beispiel auch so kleine Sommer-Must-Haves, also wirklich, wenn ich am Schwitzen bin, weil die so ein bisschen die Teigproduktion auch regulieren. Liebe ich auch, mache ich auch so immer mal gerne. Die werdet ihr jetzt aber in der kälteren Jahreszeit weniger bei mir sehen. Eine Ampulle, eine, die ich halt tatsächlich nicht auf mein gesamtes Gesicht gebe, sondern nur so ein bisschen über meine Augenpflege, auch abends und über die Wimpern so ein bisschen und die Augenbrauen, weil ich die super angenehm pflegend finde und irgendwie versiegelt die dann nochmal die Augencreme, die ihr euch aufgebt ein bisschen und so können die Wirkstoffe natürlich besser wirken, deswegen heißen Wirkstoffe Wirkstoffe, ist hier die Stressless Ampulle, aber auch wenn ihr wirklich gestresste Haut habt oder so, könnt ihr da super gerne zugreifen, die beruhigt nämlich die Haut auch ein bisschen und nährt die natürlich. Dann habe ich hier, da fliegt sie schon weg, ich schaue mal gerade, ob ich mehrere gemacht habe, ich meine, nein, genau, doch, hier. Zweimal. Q10 ist bei mir leer geworden, ist ja meine absolute Lieblingsampulle auch.
Ich liebe aber auch die Hyaluronic-Urea-Ampullen. Die sind auch so kleine Feuchtigkeitsboosts, Leute. Und dann die Caviar Deluxe-Ampulle. Da sage ich immer dazu, das ist wirklich so ein Alleskönner, ne? Und einmal, oh, die sind auch so toll. Die sind so toll aus dieser C-Reihe. Ihr wisst das, ich liebe die C-Reihe. Auch da gibt es ein extra Video von mir. Gerade jetzt mit den 30% zum Beispiel ist das halt auch so eine Serie, weil die sehr, sehr hochpreisig ist bei Dalton, die man sich mal anschauen kann, weil mit den 30% ist das natürlich nochmal eine andere Nummer, wie wenn man dann ohne Prozente zuschlägt. Und die liebe ich auch, die ist so eine Zwei-Phasen-Ampulle, so eine Creme-Ampulle, die ihr euch auftragt und wirklich so die Hautregeneration anregt. Könnt ihr also wirklich bedenkenlos auch machen, wenn ihr irgendwo kleine Schürfwunden habt oder irgendwo ein Pickelchen, der abheilen muss und so, da hilft die nämlich auch super dagegen. Dann bleibe ich direkt bei den Ampullen, die habe ich nur stellvertretend hier reingepackt. Leute, ich liebe diese Sleeping Beauty Ampullen, die sind so, so krass gut. Die habe ich mir selbst so oft schon nachgekauft, weil ich die echt klasse finde. Auch so eine, ja, Zwei-Phasen-Ölampulle, aber nur mit so einem leichteren Öl, also nicht so krass wie hier diese Stressless-Ampulle, weil die aus purem Öl besteht. Das hier ist so ein bisschen wie dieses Soul-Öl, wenn ihr das kennt, ne? Also von der Konsistenz, das zieht ein. Und auch die, ne? Sleeping Beauty, muss ich euch nicht sagen, wann ich die mache, natürlich abends, weil die extrem eure Haut nährt. Gerade jetzt, wenn es so Heizung, zum Beispiel hier neben mir, kleiner Frostbeule, brennt hier auch die Heizung, weil ich immer am Frieren bin. Und die ist natürlich super, wenn eure Haut so richtig trocken ist. Die nährt die über Nacht. Und ich sage immer dazu, ne, über Nacht, während wir am Pennen sind, da arbeitet unsere Haut richtig auf Hochtouren und kann da toll die Wirkstoffe auch aufnehmen. Dann habe ich auch gemacht hier von Balea. Beauty-Effekt, Lifting-Kur, Ampullen, aufpolsternder Effekt mit Hyaluronsäure. Ja, die war okay. Die war okay. Oh, das ist immer so gemein, ne? Also ich meine, das ist ein ganz anderes Preis-Leistungs-Verhältnis, was man natürlich auch immer so ein bisschen mit ranziehen muss. Und dafür fand ich die echt okay. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich natürlich zu Dalton gehen, tendieren. Also da muss ich euch nichts vormachen. Und ja, aber für zwischendurch, ich meine, ich hatte die tatsächlich auch mal geschenkt gekriegt von DM selbst, wie ich da einkaufen war, weil hier steht auch unser Geschenk für sie. Ne? Waren zwei Ampullen drin und als kleines Geschenk, so zwei Ampullen, bin ich voll dabei. Und das muss man ja auch noch sagen, die haben ja eigentlich nicht viel gekostet, beziehungsweise in dem Moment als kleine Aufmerksamkeit sogar gar nichts gekostet. Dann geht es weiter. Da habe ich einfach was aussortiert, weil das nicht mehr malt. Das ist The Shadow Liner von Love. Love gibt es ja eigentlich nicht mehr, ne? Und der war so ein, ja, so ein bisschen Glitzer war da drin, aber auch jetzt nicht weltbewegend. Habe ich ab und zu genommen hier für vorne, aber der ist halt, ja, da kommt irgendwie nichts mehr, deswegen ist der einmal raus. Ich versuche euch irgendwie hier noch ein Swatch hinzukriegen, damit ihr ungefähr wisst, was hier mal drin war. Kann man, meine ich, sowieso nicht mehr kaufen, deswegen, ja, ne? Auch nicht so schlimm. Oh, dann kommen wir hier mal zur Zahnpasta. Ah, ich habe noch irgendwo Zahnpasta. Zeige ich euch beim nächsten Mal. Die müsste noch in irgendeinem Pulli liegen, weil ich die extra von unten nach oben geschleppt habe, um sie hier reinzutun. Oder in meinem Bademantel. Ich weiß es gerade nicht. Irgendwo liegt noch eine Zahnpasta rum, die eigentlich hier reingehört. Aber hier habe ich eine Plaque Checker Zahnpasta drin gehabt für die tägliche Putzkontrolle. Das ist wie diese Plaque-Tabletten, kennt ihr die? Die ihr euch einfach in den Mund macht und dann einmal zerkaut und die färbt euch halt ein, damit ihr quasi seht, wo ihr besser putzen müsst, ne? Also an welchen Stellen schon älterer Belag ist und so, und dann wisst ihr, okay, da müsst ihr ein bisschen mehr ran und, ne?
Bei mir sind das auch manche Ecken, wo ich dann gerne mal vernachlässige. Und deswegen einmal hier, die fand ich ganz okay. Ich würde aber eher zu diesen Plaque-Tabletten greifen, weil das hier war immer eine richtige Sauerei. Also die stand bei uns auch, deswegen sieht die so ein bisschen so aus, unter der Dusche, um da kurz mal so ein bisschen durchzugehen und dann zu gucken, ne, am Waschbecken. Aber naja, war jetzt nicht so der Burner, war auch nicht so lecker vom Geschmack her. Und fand ich aber an sich eine sehr, sehr coole Idee. Dann habe ich natürlich, oh Gott, habe ich das andere? Nein. Auf jeden Fall habe ich die nicht nur einmal gemacht, ne? Die Augenpads von Dalton. Oh mein Gott. Lifting-Augenpads, die ich über die Maßen liebe. Also das sind für mich welche von den allerbesten Augenpads und ich liebe sie einfach, weil sie nicht nur so dieses Geschwollene natürlich bei euren Augen ein bisschen wegholt und diese Fältchen, die man halt so hat, ne, auch wenn es nur Lachfältchen sind, aber diese ganzen kleinen Fältchen, diese Trockenheitsfältchen auch, ne, das holt das einfach weg. Das macht so eine schöne glatte Unteraugenpartie, die mit Feuchtigkeit versorgt ist. Ich meine, hier ist auch wieder Hyaluronsäure mit drin. Das Ganze vegan, ne? Die Packung ist dann auch, ja, da hinten steht es auch drauf, Hyaluronsäure, Plankton, also Rotalge ist noch mit drin, Panthenol ist mit drin und ja, welche von den allerbesten Augenpads. Ich weiß, ihr liebt die auch über alles und das sind zum Beispiel auch so Sachen mit 30% da mal schnell in den Warenkorb gewandert, um nochmal so ein bisschen Vorrat zu haben. Dann habe ich gemacht, oh Gott, die kleine Glitzermaske. Die ist eigentlich auch so cool und die regt halt auch die Kollagenproduktion an. Ne? Ist aber so ein cooler Nebeneffekt. Das ist für mich keine Maske, die ich abends machen würde, sondern wirklich eine für, ups, da fällt sie schon weg, für über den Tag, weil die so, ach, die lässt eure Haut, die schenkt euch so einen genialen Glow auf der Haut. Hier sind auch so kleine Goldpartikelchen mit drin. Ich weiß nicht, ich komme mal ganz nah ran. Deswegen habe ich euch das extra aufgehoben. Schaut euch das mal an. Das hier ist so, ihr wisst das, ich und Glitzer, ne? Aber diese kleinen Goldpartikelchen, ne, bleiben halt so minimal auf eurer Haut. Natürlich geht ihr dann noch mal mit dem Tuch drüber. Aber das ist halt trotzdem, dass das so ein Glow ist. Dazu polstert die unheimlich gut auch eure Fältchen auf, ne? Und ihr wisst das, Ü40, wir haben nur noch die Hälfte Kollagen, Leute. Das schockt mich, ne? Ich bin ja schon über 40 und deswegen muss ich mich um meine kleinen Kollagenchen immer regelmäßig kümmern und die irgendwie ein bisschen auffüllen und helfen, das auch in Form von dieser tollen Maske. Ist echt eine grandiose Maske. Ihr müsst das nur abhaben, dass ihr so ein bisschen goldglitzern seid. Aber ich feiere das total. Wenn ihr das in Action sehen wollt, es gibt von mir auch ein Maskenvideo. Da habe ich wirklich so ziemlich jede Maske, die Dalton hat, für euch mal getestet, euch mitgenommen, damit ihr dann auch da schauen könnt, ne? Dann habe ich Eyecatcher gemacht von Starskin. Das waren Biozellulose-Eye-Masken, also Augenpads in dem Falle. Die haben so ausgesehen. Die habe ich nämlich auch extra mal aufgehoben. Also so ein Tuch war das, ne? Während wir hier bei diesen von Dalton zum Beispiel eher so eine, ja, Hydrogel-Pads haben, war das hier halt so ein Tuch, was eingelegt war. Fand ich aber auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also die waren nicht schlecht. Und ja, haben auch einen stolzen Preis. Aber wenn die mal irgendwo drin sind, sage ich nicht nein, Leute. Dann habe ich hier auch noch die Tücherlein. So, habe ich hier, oh mein Gott, die ist heftig gut. Schaut da gerne mal bei meinen Stylevana-Videos vorbei. Da habe ich euch nämlich mitgenommen. Natürlich auch bei Stylevana könnt ihr was sparen. Das gilt dauerhaft. Mit meinem Code könnt ihr da was abgrasen. Ich meine, jetzt sind es wieder 15%. Manchmal geht es ein bisschen höher auf 22%. Dann muss ich euch nicht dazu sagen, wir haben Singles Week. Oh mein Gott, da hauen die ja überall. Also ich bin schon fast ganz verzweifelt, wo überall die Rabatte purzeln und dann kommt ja noch Black Friday, wobei ich meist finde, dass an den Single, also in der Singles Week, wie man das so schön nennt,
die Preise ja auch so krass heftig sind. Wie gesagt, bei Staiwana sowieso immer heftig gute Preise. Jetzt gerade wieder richtig nice im Angebot und ich weiß, zu Black Friday hin purzeln die da noch mal ein bisschen runter, ne? Lifting Mask Kollagen. Die Kollagenchen, Leute, ich sag's euch. Und Snail von MediHeal. Meine Güte, die ist grandios. Grandiose Maske. Die macht ihr über eure normale Gesichtspflege drüber, ne? Kann ich euch auch sehr empfehlen, die abends auch zu machen, ne? Damit das noch mal richtig doll in eure Haut einzieht. Sind so zwei, ja, so eine zweigeteilte Maske, ne? Und dann lasst ihr die wirklich drauf, bis die fast durchsichtig ist. Ihr könnt ja theoretisch auch damit schlafen gehen, ne? Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Und mein Gott, eure Haut wird so grandios toll danach. Also riesen Empfehlung. MediHeal Collagen and Snail Maske. Dann habe ich von MediHeal noch eine Kollagenmaske gemacht. Und zwar eine Sleeping Maske. Die ist mit Multi-Lift-Kollagen. Einmal so schaut die aus. Sind so kleine Sachets. Könnt ihr euch dann auch einfach bei Staiwana schnappen, ne? Die fand ich am Anfang, wie ich die aufgetragen hat, dachte ich, gefällt mir nicht so von der Konsistenz, ne? Und dann habe ich die ein bisschen dicker aufgetragen, dachte, na, ob die was macht. Und wie die dann eingezogen war, Leute, Däumchen hoch für diese Maske. Also wirklich meine Haut auch mega gut. Und deswegen auch so aufgepolstert, wieder so schön. Riesenempfehlung auch hier. Also MediHeal, Leute, ich sag's euch, die können was. Dann habe ich, oh, meine Liebe, oh, sowieso, da halten Leute, I'm sorry, aber ich mag die Produkte einfach unheimlich gerne und bin da wirklich mit Feuer dabei und wirklich immer wieder Empfehlung an euch an dieser Stelle. Und hier ist einer meiner allerliebsten Toner. Der ist so grandios, ist der Comfort Clean Toner für normale Haut. Ich liebe den. Der gibt mir so ein erfrischtes, schönes Gefühl auf der Haut. Wirklich, ihr wisst das, ich liebe ganz, ich sowieso, ich suchte Toner. Ich habe viele koreanische Toner. Ich habe viele Toner schon ausprobiert. Und ich sage das nicht leichtfertig dahin. Das hier ist für mich einer, der gehört einfach ständig, immer. Das ist so ein krasses Nachkaufprodukt von mir, weil er einfach zu mir gehört. Wenn bei mir der Punkt kommt, wo ich sage, ich will diesen Toner jetzt auf meiner Haut spüren, weil das für mich so einen schönen Wow-Effekt hat, einfach sowieso diese ganze Pflege von Dalton. Das ist meine Wohlfühlpflege. Ich weiß, sie ist nicht günstig. Das mu muss ich euch nichts erzählen, aber ich sag immer dazu, ich gönne das mir für meine Seele, für mein Wohlbefinden, weil es mir einfach gut geht damit und auch meine Haut, weil ich da echt spürbare Effekte von sehe und ich, ob das die Ampullen sind, die Masken sind, wie gesagt, die Pflege grandios, fertig, brauche ich nichts anderes zu sagen und das hier nicht umsonst ein Riesenliebling von mir, den ich euch wie oft zeige, gerade mit dieser Milchsäure, die da noch drin ist, ich liebe den einfach, könnte ich trinken, das Ding, ich sag's euch. Dann nächste, oh Gott. Das ist auch so ein Teilchen noch in der alten Verpackung und schaut mal, wie die dann immer aussehen irgendwann. Mittlerweile haben wir das Ganze ja in wunderschöner Glasoptik, was mich sehr freut. Meine Deckel, Leute, wie oft die mir wirklich runterbrettern ins Waschbecken, auf dem Boden. Ich muss da nichts mehr zu sagen. Deswegen sehen die immer so ein bisschen sehr mitgenommen aus. Auch diese wunderschönen Verpackungen hier mit dem Silberstreifen am Horizont, den man hier sieht, und dem Gratis-Highlighter, wie ich so schön sage, sind natürlich jetzt ein bisschen schlichter und ohne, dass man dann immer dieses Glitzer an den Fingern hat. Da sind wir wieder dabei. Ich liebe einfach Glitzer, aber natürlich, wenn man dann seine Gesichtspflege macht, ist das ein bisschen angenehmer mit den Glasfläschlein. Extreme Lift Marine Filler Augencreme. Mein kleiner Anfix-Moment, wo ich wirklich Dalton ja angefangen habe zu verfallen, denn ihr könnt euch, und das sage ich gerne auch noch mal dazu,
Ihr könnt jetzt mit den 30% euch erstmal was Kleines bestellen. Ihr könnt euch beraten lassen. Ihr könnt diese Probensets euch, also beziehungsweise eure passende Hautpflege erstmal bestellen mit diesem Produktfinder-Fragebogen. Da bezahlt ihr erstmal ein bisschen was. Ich meine, 5,60 Euro kostet das Ganze. Da hocken wirklich Mädels und Jungs dahinter, die sich auskennen. Das ist kein Computer, der ausspuckt A, B, C, sondern die gucken sich an, was habt ihr natürlich angegeben. Werten das Ganze aus und schicken für euch passende Produkte. Bei mir damals auch, so hat das angefangen, ne, habe ich gemacht, habe diese Augencreme mit dabei gehabt, habe sie beim ersten Mal aufgetragen und war lost, Leute. Also ich war komplett lost danach. Ich liebe sie vom ersten Aufstrich an, um das so zu sagen, ne? Bis heute ist eine meiner absoluten Highlight-Augencremes. Ohne die wirklich auch bei den Lippen, das holt euch richtig mit diesem Jambu-Extrakt, der natürlich auch in dieser Linie mit drin ist. Das holt euch so die kleinen Fältchen, diese Plissé-Fältchen, ob ihr das über die Lippen macht oder die Augenfältchen, einfach weg. Ihr habt so eine geschmeidige Unteraugenpartie. Ich sag immer, ich musste am Anfang, weil ich das nicht fassen konnte und ich hatte wirklich, wirklich schon immer gute Hautpflege. Schaut mal zurück in meinen älteren Videos. Also, ich war immer schon so eine kleine verrückte Maus, die da, das ist halt mein Hobby und habe da immer so mein Geld für ausgegeben, hatte da hochwertige Produkte und ja, die war halt trotzdem dieser krasse Wow-Effekt-Moment, wo ich einfach nicht fassen konnte. Und seitdem muss ich euch nicht mehr erzählen, hol, hol, hol. Und ich bin super dankbar, dass ich mit dieser tollen Marke einfach eine Kooperation habe. So, dann weiter geht es mit einer Creme, die ich auch richtig gut fand. Leute, habe ich euch auch schon mal erzählt. Die habe ich morgens verwendet. Die ist mit Niacinamid einmal hier und ist von APLB. Gibt es auch bei Stylevana, ist also ein koreanisches Produkt. Auch richtig gut. Was mich bei der ja fasziniert hat, weil ich bin normal nicht so ein Fan von so Gelcreme-Texturen, mag ich einfach nicht so gerne leiden. Aber die, top. Also die hat natürlich dann auch diese Creme-Gel-Textur gehabt und die war aber trotzdem so krass Feuchtigkeitsspendend. Also meine Haut hat sich richtig toll und versorgt damit angefühlt, dann mit diesen Niacinamiden noch da drin. Also richtig, richtig gerne benutzt. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr da mal nachschauen möchtet. Eine tolle Creme. Dann habe ich hier, das ist tatsächlich nicht meine liebste Creme, aber oh mein Gott, sie ist mal wieder leer. Und wirklich, es dauert lange, so ein Cremetiegelchen leer zu bekommen. Bio-Volen, meine Güte, die haben auch richtig, richtig grandiose Sachen, Leute. Ich sag's euch. Also auch diese Pfeffersalbe, I love it. Und diese Kresse-Salbe hier, die ist halt im Moment gegen so Pigmentflecken gedacht, ne? Also die reduziert Pigmentflecken. Da gibt es natürlich dann auch ein Video von mir darüber. Und damals hat sich mein Freund so in diese Creme verliebt, ne? Also der benutzt die rauf runter, die ist wirklich schon nachgekauft worden von mir als Weihnachtsgeschenk dann auch für ihn, ne? Weil das wirklich eine Creme ist, die er feiert, die er suchtet und ich sag's immer dazu, mein Freund ist ein absoluter Pflegemuffel. Also der freiwillig eine Creme zu greifen ist das größte Lob, was man irgendwie aussprechen kann. Und das geht einfach in dem Falle an Bio-Volen und die Kresse-Salbe, weil er hat so einen ganz großen Pigmentfleck hier, der ihn schon ewig gestört hat. Und das ist einfach durch diese Salbe so abgeschwächt worden. Und ne, große Liebe von Schatzi in dem Moment, die hier einmal dann mit dabei ist. Tatsächlich mal ein Produkt, wo er nicht nur sagt, ja, ist okay, kann man machen. Also er liebt sie wirklich abgöttisch. Dann Misha, oh mein Gott, auch so eine gute Creme. Also ich weiß gar nicht, ob ich hier Flops drin habe. Ich bin mal gespannt, was hier noch kommt. Ich weiß es ja selber nicht. Ich pfeffer da meistens rein, was ich so leer mache, ne? Hier die Creme ist aber auch wunderbar. Also wirklich toll. Night Repair Ampulle Creme 5-mal hier. Gibt es ja auch dieses wundervolle Serum davon. Und das sind ja,
Darf man das jetzt sagen? Ähnliche Produkte zu einem High-End-Marken-Zeugs, ne? Dann, also quasi ein D-Punkt, Punkt, Punkt. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ich glaube, ich darf nur den Namen nicht sagen, zu was das gehört oder ein Tube sein könnte, ne? Auf jeden Fall mega, mega gut. Habe ich so gerne gemacht. Da hatte ich mir dieses Set ja geholt gehabt bei Stylevana und da müsst ihr auch wirklich schaut da. Jetzt kommt die Zeit, wo die grandiosen Sets da auch rauskommen. Gab es dann natürlich auch reduziert, dann nochmal Rabattcode, nochmal weiter reduziert und da könnt ihr echte Schnapper machen mit richtig tollen Produkten. Die hier würde ich mir tatsächlich wiederholen. Übrigens bei Stylevana für denjenigen hier, ne, für unsere Warnchen unter uns hier auch. Ich warte noch, dass ich euch ein bisschen mehr sagen kann zu unserem VIP-Programm hier. Auf jeden Fall die richtig, richtig empfehlenswert auch. Hier sind echt nur gute Produkte drin. Eins, was ich auch, ja, ich fand das nicht schlecht. Ich fand das echt auch völlig okay. Gut, hatte ich tatsächlich sehr lange dran und finde ich ein tolles Produkt ist einmal hier das von, sieht man das? Kate Somerville Goat Milk, ne? Ein Moisturizing Cleanser. Und was der auf jeden Fall gemacht hat, also der hat toll gereinigt, ne? Ich bin dann, je nachdem, wo ich Lust und Laune habe, wisst ihr ja, ne? Abends mache ich meistens Double Cleansing, dann kommt hier auch sowas gerne mal zum Einsatz oder gerade nur morgens einmal zum Fresh Up, ne? Hier drüber wischen ein Schäumchen oder sowas. Und der war echt super angenehm Feuchtigkeit spenden. Also wirklich, ich habe das bei manchen, wo man denkt, okay, ich bin ja eh so eine kleine Trockenpflaume, ne? Und dann noch mit Wasser in Kontakt und tralala. Und dann schrumpelt mein Gesicht manchmal einfach zusammen wie ein Rosinchen und schreit mich förmlich nach Wasser an. Hier auch nicht der Fall. Also wirklich, wirklich toll Feuchtigkeit spenden. Hat auch einen richtig tollen Schaum gemacht und hat einen tollen Duft gehabt, wie ich finde. Also muss mal hier gerade noch mal schnüffeln. Aber boah, der riecht so gut. Ich fand den Duft hiervon auch super angenehm, super pflegend, schön geschäumt. Also das hier wäre auch so ein Teilchen, was ich sehr, sehr gerne leiden mag. Natürlich, ich sage das jetzt hier auch noch mal dazu, obwohl das eigentlich selbstverständlich ist und sein sollte. Geschmäcker sind verschieden. Nur weil mir was gefällt, heißt das nicht, das muss euch auch unbedingt gefallen. Wobei ich mich immer sehr freue, wenn es euch auch gefällt und wenn wir einer Meinung sind. Aber es kann natürlich abweichen, ne? Gerade wir haben auch unterschiedliche Haut und Empfindungen und jeder Duft empfindet auch zum Beispiel jeder anders. Ist doch gut so. Ist doch schön, dass die Welt bunt ist. Wie gesagt, das hier sind ja nur meine Erfahrungen mit den Produkten. Und vielleicht haben wir sowieso immer so ähnliche ja, Meinungen, dann ist natürlich schön, wenn ich euch dann auch so ein bisschen was weitergeben kann. Ich warte noch, dass ich euch vor irgendeinem Kauf bewahren kann, weil ich so richtig irgendwie ins Klo gegriffen habe. Aber soll ich mal anfangen mit dem ins Klo gegriffen? Das ist so eine schöne Überleitung für meinen ja, WC-Reiniger, den ich hier reingepackt habe. So ab und zu landet halt so ein bisschen Haushalt auch gerne mal hier mit drin. Der ist jetzt von Rhinex. Ich weiß nicht mehr, woher ich den habe. Hier unten ist übrigens, das ist hart geworden. Kam ein bisschen Feuchtigkeit dran und dann ist das irgendwie zusammengeklumpt, leider. Ist ein ja, Kloputzpulver. Ich finde das richtig genial. Ich finde das gut. Ihr kippt euch das gerade so ein bisschen in die Toilette rein, an die Ränder. Schreibt mir gerne, ob ihr das auch benutzt, kennt oder ne? Und das reinigt halt selbstständig. Das heißt, ihr müsst hier nicht stehen und wie ein Weltmeister mit dieser Klobürste da schrubben, machen, tun wie keine Ahnung was, sondern wirklich, das fängt so richtig an, ja, wie so Bubblemasken, einfach zu blubbern und den Dreck zu entfernen. Und das macht ja auch zum Beispiel eine Bubblemaske, die entfernt ja auch so wunderbar porentief rein, weil sie halt rein blubbert. Und genauso ist es mit dem Teilchen. Finde ich richtig gut. Gibt es natürlich verschiedene Marken. Hier das, wie gesagt, jetzt von Rhinex. Ich meine, oh, wie heißt es denn jetzt? Nicht Action, das andere. Dieses Center Shop. Da habe ich das her. So, einmal das. Würde ich auch immer wieder nachkaufen, habe ich auch immer wieder nachgekauft, aber ne, einfach mal hier drin gelandet. Dann geht es weiter mit einem zweiten zugesteuerten Teil, das Schatzi uns gesponsert hat hier.
Wild, Mojito und Cedarwood, 12 Stunden Refreshing, Axe 2 in 1 Dusche, Leute. Oh, das riecht gut. Ich liebe diese, also nicht alle davon, aber viele von diesen Axe Duschgel mag ich einfach an meinem Schatz. Ich finde, das riecht immer so ein bisschen gleich so fresh, und wenn er dann unter der Dusche rauskommt und lecker duftet, dann bin ich natürlich auch immer happy. Ne? Wäre ja schlimm, wenn er stinken würde, wenn er aus der Dusche rauskommt. Ne? Aber gibt's auch schon. Er hatte nämlich, irgendwann hatte der so einen richtigen ekelhaften Müffler als Duschgel. Das war mir so in die Nase. Ich konnte das nicht ertragen. Und ne? Deswegen, ne? Es gibt auch ganz schlimme Düfte. So. Dann, oh mein Gott, hier ist noch so viel drin. Haarfarbe. Wir machen Haarfarbe und ihr hört es schon gläserig poltern. Aber einmal hier, die habe ich euch ja auch gezeigt in meinen Mixed Halls zum Beispiel, ne? Kaufe ich mir bei Hagelshop, wo ich euch auch den Adventskalender dann gleich gezeigt hatte. Ich brauche sie jetzt nochmal nach, war meine letzte Packung. Ich habe Dark Brown und ist echt eine schöne Tönung. Ne, eine bisschen lang anhaltendere Tönung. Ich glaube 24 Wäschen oder so soll das Ganze halten. Auf jeden Fall ist es nur eine Tönung und wäscht sich halt ziemlich leicht raus. Aber die Farbe ist so schön und es gibt so einen tollen Haarglanz. Und die Haare fallen nicht so aus. Ist also wirklich schön pflegend auch für eine Haartönung in dem Moment. Und mir gefällt halt, wie ihr seht, ne? Hier, wir sind hier Dark Brown unterwegs. Mir gefällt halt die Farbe sehr, sehr gut. Und ne, einmal die benutze ich im Moment und mag ich einfach gerne bleiben. Ne? Wenn jetzt einer schreibt, deine Haarfarbe ist ganz schrecklich, dann, dann ist das so, weil mir gefällt sie. So, dann weiter. Oh, 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 oh mein Gott, Leute. Haltet euch fest. Flop-Produkt gesichtet. Oh mein Gott, das fand ich gar nicht gut. Ich fand es so gar nichts. Ich fand es echt gar nichts. Ich habe mir sehr viel davon versprochen. Ist hier von The Body Shop. Dieser Shea Conditioner, wo noch so ein bisschen Haare dranhängt. Also ein Haar. Das hängt im Deckel anscheinend fest oder so. Ich weiß es nicht. Ne? 250 Milliliter. Ich liebe die Körperbutter davon. Wirklich. The Body Shop. Körperbutter. Oh mein Gott, auch so ein tolles pflegendes Produkt. Aber irgendwie dachte ich dann auch, das wird bestimmt auch ganz toll sein auf meinen Haaren als Conditioner. Das ist bestimmt super pflegend. Meine Haare sind ganz weich und toll danach. Nö. Also meine Haare mochten das nicht so gerne leiden. Ist eigentlich für trockene und sehr trockene Haare. Soll auch Haarbruch so ein bisschen minimieren. Ihr wisst das, ich mein Chaoskopf, ne? Aber ja, ich habe hier nur so eine Spange reingepackt, ne? Weil ich heute wieder ein bisschen wuschelig unterwegs bin und keine Lust hatte, meine Haare großartig zu machen. Aber ihr seht das, ich habe eigentlich ja so Naturwellen, Locken. Also das hier. Das sind so quasi meine Haare, so ein bisschen frizzy und tralala, ne? Einfach dadurch. Und normal mögen die gerne, sehr gerne so Feuchtigkeit und sowas haben. Aber hier, das war halt leider nichts. Also wirklich ausgetrocknet. Meine Haare waren irgendwie trockener danach. Wie gesagt, kann jetzt bei euch wieder anders sein, aber ich mag es gar nicht leiden und war für mich echt ein Flop. Dann habe ich hier was leer gemacht und das habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Das ist so, so, so toll. Gibt es auch bei Stylevana zum Beispiel, ne? Marcel heißt die Marke. Und das hier ist so eine tolle Maske. Eine 8-Sekunden-Maske, die ihr quasi hier euch einfach ein bisschen rausnimmt, mit Wasser aufemulgiert und in eure Haare macht und könnt es sofort wieder ausspülen. Das Ganze ist mit Keratin und stärkt eure Haare, macht sie schön geschmeidig. Also mag ich unheimlich gerne. Wie gesagt, müsst ihr echt nur ein bisschen mit Wasser so aufemulgieren und habt dann eine schöne, ja, wie schon so eine Spülung halt, ne, als Maske. Richtig, richtig genial. Das Zeug habt ihr übrigens sehr lange dran. Hier sind, ich meine, 200 Milliliter oder sowas drin. Genau, 200 Milliliter. Echt eine Zeit lang habt ihr da dran. Sehr, sehr zeitlang, weil ihr echt nicht viel braucht.
weiter geht es. Haare, Haare, ich habe noch mehr Haare. Hier einmal mit den zwei kleinen Teilchen. Ihr wisst, ich bin riesen Fan von Esper. Ich liebe die Düfte davon. War in der Look Fantastic Box drin gewesen. Hier so ein kleines Shampoo, ein Conditioner. Der Duft, oh mein Gott, das war wieder so Wellness. Wellness pur, wenn ihr das einfach... Diese Düfte sind für mich Wellness, wenn ich das rieche. Bergamott und Jasmin. Super angenehm vom Duft her. So ein bisschen kräuterig auf der Kopfhaut von dem Shampoo auch her. War ganz okay. Was habe ich hier denn Schwarzes dran? Ach, ich weiß es. Es ist Ruß. Denn da kommen noch ein paar Kerzen. Was ich mir gerade natürlich wieder überall hinschmiere. So, auf jeden Fall beide echt okay, aber kein Burner. Also wirklich nicht. Wäre nichts, was ich mir kaufen würde. Ich, wie gesagt, nur wegen dem Duft hat es mir nicht gereicht von der Pflege her. Aber war jetzt mal cool auszutesten. Die zwei kleinen Möpsi-Lines, die Spülung war auch echt okay. Aber auch nichts Besonderes. Für mich brauchst du da ein bisschen mehr. Ich sage ja immer dazu, ich habe noch nicht so zu 100%... Ich habe im Moment echt eine mega gute Spülung in meiner Dusche stehen. Aber zu 100% so die perfekte Spülung habe ich für mich noch nicht gefunden. Wobei ich bei Haarpflege echt schon Teile gefunden habe. Ich liebe ja auch die Color Wow Produkte, die echt tutti sind. Was ganz okay war, aber auch nicht so mega. Also auch gerade bei dem Preis nicht so mega. Vom Duft her wieder, ne? Da sind wir wieder. Der Duft, oh, dieses Sol de Janeiro ist so gemein. Die haben einen so grandiosen Duft, wie ich finde. Von der Pflege her, also schon eher an meinem Favoritenprodukt, ne? Also eher zu richtig pflegen. Meine Haare waren kennbar, sie waren okay. Sie waren mit Feuchtigkeit schon mehr versorgt, wie jetzt bei dem anderen Krams, ne? Aber jetzt... Nie so das Nonplusultra. Wie gesagt, gerade für den Preis, da würde ich mir eher die Body Cream kaufen. Und das würde ich mir halt nicht nochmal wegen dem Preis auch nachkaufen. Dafür hat es mir zu wenig gemacht. Schreibt mir gerne mal, ob ihr das auch ausgetestet habt. Die Sprühkur davon finde ich richtig gut. Aber die Spülung ist so okay. Nur, ne? Oh, immer dieses Nette ist okay. Dann habe ich noch was von Sol de Janeiro leer gemacht. Auch hier wieder, meine Güte, dieser Duft ist amazing. Es war echt ein schönes Peeling. Ne? Es war ein schönes Peeling. Aber nee. Nee, Leute. Da gibt es einfach Besseres. Ihr wisst das, ich bin eine kleine, ich liebe Peeling. Das hier war sehr feinkörnig. Der Duft müssen wir auch hier einfach außen vor lassen und wir betrachten jetzt mal kurz nur dieses Produkt. Nee, Leute, und bestimmt nicht für das Geld, was das Teilchen hier gekostet hat. Ich habe euch extra noch so ein paar Krümelchen drin gelassen. Wie soll man denn den Duft ignorieren, wenn der einem so entgegenströmt, wenn man das aufmacht? Aber nee, war mir nicht schrubbig genug, also zu fein, zu sanft. Zu mir, es hat geschrubbt, um Gottes Willen, aber ich mag größere Peeling-Partikelchen drin. Das hier war mir so sandig in dem Moment, mochte ich nicht so gerne leiden und wie gesagt, preislich, no, würde ich nie wieder nachkaufen. Wenn dort irgendwo drin ist, meckere ich nicht, aber kaufen, Geld ausgeben dafür, nö, da bin ich zu geizig. Was ich auch nicht kaufen würde, wäre dieses Peeling von Collister. Das hatte, ja, das war nichts. Fertig. Das mochte ich nicht. Das war nicht meine Welt, auch was Peeling angeht. Wobei die Körnchen schon ein bisschen größer waren wie da. Aber das war, ne, da, also Pflege übrigens, ne, hier auch ganz okay, um Gottes Willen, ne. Hier war zwar Öl mit drin und so, aber das war nicht angenehm. War übrigens Salz hier, ne, in dem Falle, aber fand ich nicht gut. War sowieso viel zu klein und nee. Ich meine, das ist auch gar nicht so günstig, das Zeug, ne. Dafür war es einfach nicht. Dann, was habe ich denn hier? Ich muss mich hier einmal kurz durchwühlen, ne, habe ich Tücher leer gemacht. Wir sind wieder im Haushalt gelandet. Mein Gott, habe ich lange gebraucht, die aufzubrauchen. Die hatte ich bei dem Tauschpaket von der wundervollen Juliane. Oh mein Gott.
Wassermelonenduft. Ja, ganz cool, ganz praktisch für hier und da mal drüber zu wischen, ne? Aber ich würde mir sowas nicht kaufen. Also ich bin da, ich meine, wenn es dann gerade hier liegt und man hat keine Lust ins Badezimmer oder keine Ahnung wohin zu gehen, ne, in die Küche zu gehen, sich einen Lappen zu holen, ja, kann man schnell auch damit mal was sauber machen. Würde ich aber, also weil da auch diese Spüle drauf abgebildet ist, ne? Also wenn ich in der Küche bin, da habe ich meinen Lappen, da habe ich mein Putzzeug und dann mache ich das halt mit dem Lappen sauber und nicht mit einem Tuch. Aber jeder wie er möchte, meins war es halt nicht, aber wurde auch aufgebraucht. Auch aufgebraucht wurde ein weiteres Haarprodukt. Ich habe hier sehr viele Haarprodukte drin, Leute. Ich meine, eins kommt da noch, dann habe das geschafft mit den Haaren. Got to be ein so cooles Teilchen. Ich mag das. Ich mag das voll gerne. Also muss jetzt nicht unbedingt von Got to be sein. War auf jeden Fall dicke, okay. Und das ist halt für diese Babyhärchen. Ihr seht das ja. Ja, wenn ich hier schon mal so zottelig unterwegs bin, hier alles kleine Babyhärchen und gerade wenn ich dann so eine strengere Frisur habe, ne, auf der Arbeit oder so, muss ich halt die Haare echt zusammen machen, dann ist das hier halt einfach cool, damit man nicht über, dann sieht man nicht aufgepufft auf, wie so ein, ne, in die Steckdose gefasst. Also, ne, weil ich überall dann so die Härchen rausstehen habe und gerade über den Tag, Leute, wird das irgendwie immer schlimmer, keine Ahnung. Also irgendwann sehe ich dann echt aus wie so, überall schäme der die Zottern raus. Dafür ist das mega, mega cool. Und auch hierfür so ein bisschen die Haare vielleicht anzulegen, ne? Mag ich unheimlich gerne. In jeglichen Formen würde ich das wieder nachkaufen. Hier von Got to Be auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr gutes Produkt, mit dem ich super klar kam. Hier mit diesem Bürstchen, wo dann noch ein Härchen dranhängt, ist so ein Gummibürstchen, sieht man das, ne? Einmal so. Ab und zu hat man dann so ein bisschen, wo man an den Haaren hängen geblieben ist. Deswegen hängt da übrigens auch noch eins. Aber eigentlich nur so ein Haargel in der Tube, aber ja, ist auf jeden Fall nice to have. Also gehört bei mir mit dazu, weil brauche ich einfach. Dann habe ich für euch, da muss ich noch ein Video machen, Leute. Wirklich ein Video machen, weil die haben einfach eins verdient. Ist hier ein Teilchen. Das habe ich euch nur mal kurz auf Instagram geteilt. Da könnt ihr auch einen Rabattcode tatsächlich von mir anwenden. Das habe ich wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Ich habe mittlerweile schon die zweite Ladung leer. Ich habe es euch hier mal reingepackt. Ist von Procianis. Meine Güte, das Zeug kann was. Teuer, teuer, sage ich euch. Aber könnt ihr, wie gesagt, mit meinem Code einmal 15% sparen. Und es lohnt sich. Ne? Also ich sag mal, nicht für jeden, wenn ihr jetzt hier noch unter 40 seid oder keine Ahnung, ne? Denkt gut drüber nach, ob ihr das möchtet. Aber für alles weiter rauf lohnt sich das schon, gerade um die Kollagenchen nochmal aufzufüllen. Und auch die Hyaluronsäure. Ne? Richtig geile Produkte, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe viele, viele, viele Nahrungsergänzungsmittel, was es ja in dem Falle dann so ein bisschen sind, ausprobiert. Und irgendwie wirklich, manche waren so ekelhaft, dass ich sie einfach auch nicht mehr trinken konnte. In dem Falle haben wir hier zwei Produkte, die ihr super dosieren, super trinken könnt. Kollagen immer abends. Weil natürlich dann der Kollagenprozess der Haut auch aktiviert wird und dieses Kollagen quasi besser aufnehmen kann. Das Ganze ist aus Kabeljauhaut übrigens gemacht. Also ihr wisst das vielleicht mal, also vieles Kollagen ist einfach aus Abfällen gemacht, ne? Hier ist es aus der Kabeljauhaut gemacht, die unserer normalen menschlichen Haut halt super, super ähnlich ist. Leute, ich würde euch das nicht zeigen, wenn ich es nicht gut finden würde, weil da bin ich ein bisschen picky, was das angeht. Das war jetzt wirklich das erste Produkt von allen, die ich so hier und da mal getestet habe, wo ich richtig überzeugt von bin, was ich grandios finde. 500 Milliliter, damit kommt ihr, ich meine, 20 Tage rum. Also, ne, aus. Am Anfang solltet ihr das natürlich jeden Tag trinken. Und das hier ist halt mit Marine-Kollagen. Das ist noch angereichert mit Vitamin C. Ihr habt Granatapfelextrakt mit drin. Ihr habt Biotin mit drin. Ihr habt Zink mit drin. Ihr habt Kupfer mit drin. Karotte. Also wirklich viele verschiedene Zusätze noch, die das Ganze noch ein bisschen wertvoller machen.
Und es schmeckt einfach wirklich unfassbar gut. Also ich dachte wirklich, da kommt so eine kleine Fischsuppe, die ich mir dann reinziehen muss, ne? Manchmal hatte ich auch Tabletten, Leute, und die habe ich immer noch geschmeckt, obwohl es Tabletten waren, ne? Nur mal, by the way, auf jeden Fall das aufgebraucht, inklusive der Hyaluronsäure, die auch, die ist auch so krass gut, Leute. Ist hier noch Vitamin A, B2, Biotin und Zink auch mit dabei. Ich möchte nicht zu viel ausholen, ne? Ich werde euch da noch mal ein bisschen genauer was zu erzählen, aber ich wollte es euch schon mal hier gezeigt haben. Und wie gesagt, ihr könnt auch mal auf der Seite stöbern. Und wenn ihr das schon kennen solltet, könnt ihr halt auch gerne meinen Rabattcode anwenden und 15% sparen. Aber es wurde halt eben auch aufgebraucht und ist deswegen hier drin gelandet. Und deswegen schon mal kurz ein paar kleine Infos vorab, aber weiter geht es mit halt weiteren Haarprodukten. Oh mein Gott, das ist mega. Dieser Duft ist amazing. Ist ein Leave-In Conditioner übrigens von Kuai, keine Ahnung, ne? Immer diese komischen Namen. Ich hoffe, ich habe es halbwegs okay ausgesprochen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Conditioner, der die Haare wirklich super gemacht hat zum Durchkämmen. Und das war wie so ein Haarparfüm noch. Das hat so einen, oh, leckeren Duft. Leute, ich sag's euch, ich habe das geliebt. Das hat so frisch gerochen und eure Haare danach auch immer noch so frisch. Wirklich auch dieses, wenn ihr dann auf dem Kopfkissen irgendwie gelegen habt, das Kopfkissen hat da so toll nachgerochen. Ich bin hier echt hingegangen bis auf den letzten Rest und habe das mit Wasser noch aufgefüllt und so ein bisschen aufgeschüttelt, um mir das noch weiter den Rest auch in die Haare zu geben. Super angenehm, super pflegend, also richtig toll. Hatte ich jetzt mal zum Testen. Ich weiß, die Marke ist auch nicht günstig, aber das wäre tatsächlich so ein Conditioner, Spray Conditioner, den ich im Auge behalte, ne? Dann noch ein Haarprodukt, habe ich nicht gesagt eben, und noch ein Haarprodukt. Das waren alle Haarprodukte? Nö. Also die zwei habe ich noch. Einmal von L'Oreal AOX Vitamin Color Shampoo. Ne? Einmal, so schaut das aus. Das war auch ganz, ganz okay. Das war ein sehr schäumendes Shampoo übrigens. Ne? Also das war echt so, macht mal einmal drauf und schäumt. Ne? Normal bin ich so, erstmal so ein bisschen und dann gucken, wann mein Shampoo anfängt zu schäumen, weil dann ja natürlich alles sauber ist. Ne? Hier, das war halt so eins, das hat gleich so extrem geschäumt, deswegen war das für mich ein bisschen sehr verwirrend. War aber echt angenehm, war pflegend, mochte ich leiden. Also wirklich kein schlechtes Produkt. Und dann habe ich hier einmal diesen Memory Balm von Puffin Beauty aufgebaut, den hatte ich mir aus dem Trashy mal rausgenommen. Hitzeschutzcreme mit Memory-Effekt, auch gerade so für ein paar Löckchen zu machen, war der echt okay. Da braucht man ja immer irgendwas, was so ein bisschen auch die Struktur von den Locken hält. Dafür war der echt okay, habe ich gerne benutzt, fand ich gut und ja, würde ich aber andere Produkte glaube ich bevorzugen, zumal ich, muss ich ja auch nicht sagen, ich habe halt auch noch ein paar, die ich zu Hause habe, die natürlich erstmal ran sind, bevor ich mir was nachkaufe. Gerade wenn ich mir was nachkaufe, dann ist immer so dieser Wow-Effekt. Also da ist schon, ihr seht ja, was hier eigentlich für Marken und Sachen vertreten sind. Und das ist, sage ich immer so, dieser Moment, ihr seht ja auch meine gemischten Hauls oder sowas. Da haben mich Produkte so richtig weggeflasht. Oder wenn ich euch sage, boah, das kaufe ich mir auf jeden Fall nach. Das sind die Teilchen, wo ich sage, Hammer, Weltklasse. Die haben noch mal eine Schippe obendrauf zu den Produkten, die ich halt so kenne. Bei den Produkten, die ich so kenne, gibt es auch Kerzen, die ich über alles liebe. Und da mache ich jetzt mal so ein bisschen weiter, weil ich echt, ne, da kommt wieder meine Kerzenader zum Vorschein. Cookies for Santa von Party Light. Oh mein Gott, amazing. Es war so lecker. Es war so ein toller Duft. Ihr wisst das, ich liebe die Party Light Kerzen. Und das hier war halt eine, ich muss euch das vorlesen. Spun Sugar Caramel, Hazelnuts, Vanilla and Coconut baked into homemade Christmas Cookies. Und jeder, der mich kennt, muss jetzt wissen, okay, that's mine. Das ist sowas von mein Duft.
Bei Partylight sage ich immer dazu, die riechen richtig extrem, ne? Also da riecht euer Haus danach. Oh, die riecht so toll. Und bei der war es ein bisschen schade. Normal brennen die echt restlos ab, ne? Die ist nicht so gut abgebrannt. Das sieht man, glaube ich, ne? Da ist schon noch ein guter Rest drin geblieben. Jetzt geht Partylight hin und sagt, okay, wenn die nicht so abbrennen, dann hat man, ne, kann man die zur Not auch reklamieren und tralala. Aber Leute, ich habe fast die ganze, ich weiß nicht, wer reklamiert denn sowas? Natürlich doof, aber nee, also irgendwo hört's auf. Ich hatte ewig an dieser Kerze, die hat toll geduftet und da muss man, glaube ich, nicht so picky sein. Ne? Also ich möchte das nicht reklamieren, aber man könnte für euch zur Info. Dann geht es weiter mit einer kleinen, die habe ich geschenkt gekriegt. Liebe Grüße, Tommy. Einer, ja, so Lavendel, so ein bisschen frische Bettwäsche, Duft, Cotton, keine Ahnung, irgendwas, ne? Fresh Linen. Ich war nah dran. Die ist leider nicht so schön abgebrannt. Sieht man hier so ein bisschen, ne? Der Duft war jetzt, ne, wenn man so dran schnuppert, dann riecht man das, aber ich hatte die an und also ich habe da nichts von gerochen, ne? Also wenn ich hier meinen Rüssel reinhalte, alles tippitoppi, aber im Haus leider nicht so wirklich. Auf jeden Fall ein wunderschönes Glas, das man sich natürlich super aufheben kann. Also ich weiß nicht, ich liebe diese Gläser immer zum Aufheben und zum Beispiel auch hier diese von Partylight, ne? Die wäscht man aus, da kann man Cookies reinmachen, kann man verschenken oder so, wie man, ne? So ein paar Süßigkeiten oder so. Das sind immer tolle Geschenkgläser, finde ich auch. Und hier, ne? Kann man auch super kleine Produkte drin, ja, aufbewahren. Auch toll aufbewahren kann man doch hier was drin, auch wenn die Kerze echt, oh, die war auch nicht dolle, ne? Ich meine, ich hatte die von Antje gekriegt, ich bin mir nicht sicher, ne? Handmade in Germany Candle Factory, ne? Fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Candle to go, Papaya Limette übrigens. Die hat schön geknistert übrigens, aber der Duft, ich weiß, also schön abgebrannt. Quasi da unten ist sie, aber dann drumrum ist halt noch so ein bisschen übrig geblieben, ne? Und vielleicht seht ihr das. Das war so eine kleine, die hat so ein bisschen da rumgeknistert. Schön so kristallisiert auch, aber der Duft war halt nicht so intensiv. Ich weiß nicht, wie das mit den anderen Düften davon ist. Auf jeden Fall Papaya, Limette war jetzt nicht so in meiner Nase geblieben vom Duft her. Dann habe ich hier auch, oh, die sind auch toll, Leute, ne? Yankee Candle. Liebe Grüße, Moni, und Dankeschön. Die hatte ich, meine ich, von dir, ne? Man sieht gar nicht, was es ist. Auch so ein süßes kleines Glas, das man einfach nicht. Oh Gott, ich horte die. Ich sag's euch, ich kann die nicht wegwerfen. Yankee Candle Soft Blanket. Auch wieder so ein bisschen frisch gewaschene Wäsche. So ein angenehmer Duft. Den hatte ich im Schlafzimmer brennen. Und dann vom Schlafen gehen, meine Güte, das hat war so ein wohliger Duft, also nicht überladen, nicht extrem, ne? Aber so ein schöner, sauberer Duft, der einfach dann im Schlafzimmer in dem Moment war und sich so ein bisschen ja auch auf meine ja mein Einschlafen ausgewirkt hat, mochte ich einfach super gerne. Also Yankee Candle sind auch richtig nice. Dann wisst ihr, ich mag aber Handmade-Kerzen auch super gerne. Habe ich hier einmal Nurse Pole. Die war auch lecker. Die hat auch toll geduftet. Und Hawaii. Die fand ich jetzt zum Beispiel, ne, dieser Hawaii war so nischt. Also überhaupt nicht. Und diese North Pole, die war wieder super. Also manchmal ist das auch bei Ava and May. Manche duften mehr, manche weniger. Hier Santas Workshop, ne, gab es ja auch jetzt wieder. Die Gläschen auch super cool als, ja, kleine Schnapsgläschen aufbewahren. Ne? Im Haushalt von mir wird aus kleinen Ava and May Gläsern getrunken, sage ich euch. Ne? Aber so unterschiedlich kann das zum Beispiel auch von einer Marke sein. Dann habe ich hier, das hatte ich aus dem Action, das war richtig nice, Pumpkin Pie. Einmal so ein Duftöl noch leer gemacht, ne? Das gebe ich immer in meinen Diffusor, den ich im Esszimmer habe. Und einmal habe ich hier leer gemacht. Das müsste, ich schau mal gerade, Garanio oder irgendwas. Auf jeden Fall Duftöl. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine Garanio oder sowas war das. Einmal hier das, ne? Auch leer.
so ein kleines. Hatte ich mal in einem Set gekauft. Ne? Dachte ich, kann man ja auch mal. Dann auch gedüftelt wurde mit Rituals. Oh mein Gott. Cherry Blossom Rice Milk. Oh mein Gott. Ritual of Sakura. Ich mag diesen Duft. Der ist so toll. Das hat wirklich, ihr habt da einen Spritzer gebraucht und der Raum hat toll geduftet. Also wirklich, oh, hatte ich übrigens auch hier gerne mal angemacht. Einfach so zum gemütlichen Düfteln hier. Ich mag einfach Düfte sehr, sehr gerne. Und den auf jeden Fall für so ein bisschen Home Fresh Up fand ich cool. Hier waren übrigens 50 Milliliter drin. Gibt es ja auch größer. Ne? Das war mal in irgendeiner Box drin gewesen. Und ja, mochte ich super gerne leiden. Eine Handcreme, mein Gott, die ich jetzt endlich mal leer gemacht habe, die mag ich übrigens auch echt gerne. Das ist eine sehr, sehr extrem pflegende Handcreme, finde ich. Ich weiß nicht mehr, ob es die in dieser Form überhaupt noch gibt, aber ich fand die super. War mit diesem typischen Nivea-Duft einfach, den ich eh super gerne leiden mag. Eine intensive, pflegende Handcreme, 100 Milliliter mit Mandelöl und wirklich eine gute Handcreme, die nicht zu bappig war, die schön gepflegt hat. Ihr wisst das, bappig mag ich überhaupt nicht an den Händen. Hat sie nicht gemacht, war echt ein geniales Teilchen und mochte ich gerne, gerne leiden. Dann wurde gebadet und zwar einmal hier mit Bubble Tea. Die waren irgendwie nervig. Ich fand die so nervig. Ich weiß nicht, das war nichts Schönes, was da in meiner Badewanne rumgeschwommen ist. Ich dachte, das ist ganz, ganz angenehm, ne? Mit diesem Öl auch, was da mit drin ist, weil das so kleine schmelzende Ölperlen sind. Aber Leute, was soll ich musste danach meine Badewanne auch schrubben, weil da so diese, wirklich diese Öl... Perlen, die haben sich nicht richtig aufgelöst. Und dann hatte ich überall noch diese Reste da. Und nee. Auch kein mega toller Duft oder sowas, ne? Das Einzige, was war, dass ein bisschen ja Öl in der Badewanne war. Aber da gehe ich lieber zu meinem Dalkenöl, ne? Das mag ich um einiges lieber wie das da. Das war einfach, nee, Leute. Also, nee. Nee. Für was auch? Ich verstehe es nicht. Ich noch nicht mal Spaß war dabei. Ne? Also das Teil war nichts. Dann habe ich gebadet mit Lazy Times, glücklicher Faulenzer, mit einem glücklichen Faulenzer Pflegebad. Da war ich echt faul. Manchmal muss man aber auch wirklich, Leute, manchmal muss ich einfach faul sein in meinem Leben, weil meistens brauche ich wirklich mal so einen Tag oder so, wo ich gar nichts mache, weil ich dann wirklich die ganze Zeit am durch und dann ist so ein richtiger Faulenzer-Tag manchmal bei mir. Da ist so nur Me-Time und nur das, worauf ich Bock habe. Und wenn ich den ganzen Tag im Jogger rumrenne, renne ich den ganzen Tag im Jogger rum, ne? Dann muss mein Freund für mich kochen, mein Freund muss mich umsorgen. Das ist einfach mein Faulenzer-Tag. Und übrigens auch danke an meinen Freund, dass der das mitmacht, ne? Aber... auf jeden Fall, an diesem Tag hat er mich dann brav auch alleine gelassen in meiner Me-Time, die man ja auch einfach mal braucht. Und da habe ich hier ganz, ganz schön gebadet. War cool, schöner Schaum auch. Und dann habe ich da rein auch tatsächlich noch das gemacht, weil ich das auch, oh, ich wollte einfach so ein bisschen, ja, Urlaubsfeeling. Deswegen gab es dann hier einmal noch so mit Kokosöl Badepuder mit Kokos- und Vanilleduft hier mit rein. Das war aber echt nur so ein Puder, was ihr reingestreut habt. Und einfach dieser Duft kam dann noch so ein bisschen raus, wo ich so ein bisschen Augen zu. Und okay, ich bin jetzt gerade auf einer einsamen Insel und habe so ein Kokosnuss und Vanille einfach in der Nase. Das ist für mich so ein bisschen an warme Zeiten, an Sommer so ein bisschen, ne? Das Gefühl, bin ich einmal so ein bisschen in der Badewanne rumgeplanscht. Ganz alleine für mich mit Hund nebendran. Ne? So, Hund war natürlich mit dabei. Dann habe ich noch einmal hier Tücher leer gemacht, die ich unbedingt nochmal nachkaufen muss. Leute, schaut unbedingt bei meiner Verlosung vorbei, hier bei dem Rossmann Hall, weil ich möchte ja für euch kaufen und das waren meine letzten Tücher. Mein Vorrat ist zu Ende und deswegen muss ich langsam mal hinmachen. Vielleicht kaufe ich ja vorher irgendwo, wenn ich sowieso einkaufen bin, nochmal welche.
aber das wäre dann so Produkte, die für mich wahrscheinlich mitkommen würden. Die sind von Favora, ich meine Netto ist das hier, ne? Die sind ganz okay. Ich mag die super gerne. Von Cien ist Lidl, ne? Mit dem Aloe Vera, die mag ich gerne, weil ich ja immer so ein kleiner Nasenschnauber bin, gerade nach der Reinigung auch gerne mal. Ich brauche diese Tücher einfach immer so nach meiner Reinigung, ne, muss einmal der Rotz da raus, weil ich da manchmal auch so ein Cleansing-Balm und Geblubbers in der Nase habe, was dann auch meine Nase so ein bisschen freiräumt. Und dann kommt meist so ein Teilchen zum Einsatz. Und dann habe ich einmal hier, oh, habe ich schon wirklich, Dalton hat Singles Week, Leute. Es gibt 30% und ich kann mich noch nicht ganz entscheiden. Denn natürlich sitze ich auch gerade vor euch und filme und es ist Dalton Singles Week und ich würde am liebsten alles kaufen. Das hier ist noch so ein kleiner Favorit von mir, wo ich sage, oh, ich bräuchte mal nochmal Nachschub. Ne? Die Q10 Body Lotion, ich liebe sie. Die ist toll. Ich liebe auch die Körperbutter. Oh mein Gott, ich liebe das Öl davon. Ich finde sowieso, mein Gott, die Dalton Körperpflegeprodukte sind der Wahnsinn, sind so gut, genauso gut wie die Gesichtspflegeprodukte, hauen die einfach da Teilchen raus, wo ich sage, so viel schon durch und wirklich Favoriten, also das sind meine Nachkaufprodukte, was für mich wirklich ganz weit oben in der Körperpflege einfach steht. Gerade auch diese Q10 Body Lotion kann ich euch immer nur wieder empfehlen. Ich liebe diesen Duft. Ich möchte den bitte als Parfum haben, weil es riecht amazing. Ich liebe das einfach. Das ist gleich so dieses Wohlfühlen. Hier mit unseren roten Kügelchen, die natürlich die Wirkstoffe direkt, diese Lipide, die eure feuchtigkeitsarme Haut einfach braucht, die wirklich damit versorgt von Kügelchen aufgerieben auf der Haut richtig eindringen kann und für mich ein grandioses Produkt auch vor allen Dingen, ne, wenn es wirklich mal nur die Arme sein sollen oder sowas, geht super schnell, ihr duftet, ihr braucht kein Parfum mehr, wenn könnt ihr natürlich, aber für mich finde ich, brauche ich keins mehr, wenn ich die drauf habe, wie oft da einer an mir am, das hört sich jetzt wieder an, ne, aber wie oft da jemand auch auf der Arbeit bei mir, weil wir natürlich immer das Fett und sowas in der Nase haben, das frisch frittierte, ne, auch teilweise. Und da ist natürlich so ein schöner Duft, wenn der reinkommt, sofort regt das einfach euer Näschen an. Und deswegen riechen die Leute meistens auch dann, wenn ich natürlich frisch auf der Arbeit erscheine. Ne? Wir müssen nicht drüber reden, wenn 10 Stunden um sind, dann riecht das auch nicht mehr nach Q10 Body Lotion. Aber ne, die riechen dann und oh, das riecht so gut und das riecht so gut. Also die meisten Leute, und da sind wir wieder bei dem Thema, nicht alle, aber die meisten mögen diesen Duft auch unheimlich gerne. Und wenn ihr möchtet, wie gesagt, bei Dalton Single Katrin, ich bin nicht mehr lange Single, Leute, schnappt euch, was ihr noch haben möchtet. Und eins könnt ihr leider nicht mehr schnappen, was mich sehr, sehr traurig macht, sehr, sehr wirklich. Da bin ich ein bisschen wieder bei diesem, wo ich denke, mein Gott, ich muss mir, das sind diese Backup-Momente in meinem Leben, wo mich verärgern, wenn es Produkte einfach nicht mehr gibt, die ich unglaublich gerne mag, die ich super gerne benutze. Ich bin froh, dass ich noch eins mir geschnappt hatte von dieser Hand and Foot Care, diesem Öl. Das ist so ein krass tolles Öl. Nichts für jemanden, der keinen Teebaumölduft mag. Für mich Teebaumöl eine Sache, die ich natürlich unheimlich gerne riechen mag. Also ich mag diesen Duft davon. Es ist für mich gleich meine heilende Wirkung. Und für meine Hände ist das halt ein Teilchen gewesen. Das war immer so ein kleiner Retter in der Not, wenn meine Hände wieder richtig, richtig schlimm waren, wenn meine Ausbrüche da waren, ne? Auch jetzt sieht man ja, im Moment ist hier wieder so ein bisschen, ich muss nochmal eincremen, ne? So ein bisschen schon abgeschwächter Ausbruch. Also ich habe Gott sei Dank was gefunden, was mir auch super hilft, aber ne, das hier war mein kleiner Retter in der Not. Teebaumöl drin, super pflegend, hat diesen Juckreiz auch schön weggenommen und wirklich dieses Öl. Wenn man denkt, man macht sich das Öl an die Hände und ich sage ja immer dazu, ich mag keine fettigen Sachen an den Händen und tralala. Das hier war auch wieder so ein Öl,
was da halt rausgebracht hat, was eingezogen ist in eure Haut, was verschmolzen ist mit eurer Haut. Ich habe hier noch einen ganz kleinen Mini-Klecks drin. Excuse me, das könnt ihr euch nicht mehr schnappen. Und das mache ich mir hier gerade noch zum Abschluss einmal auf meine Hände. Und das ist echt so ein kleiner schmerzlicher Moment hier gerade noch zum Abschluss, Leute. Ich sag's euch, ne? Aber es gibt ja auch ganz viele andere tolle Sachen, die man hier und dort sich schnappen kann. Meine Empfehlung habt ihr jetzt gesehen. Wie gesagt, also Flops waren gar nicht so dabei, aber ja, ist ja auch gut so. Natürlich will man sich Sachen kaufen und ausprobieren, über die man sich freut, die man gerne mag, die man gerne nutzt. Umso schöner ist es auf jeden Fall für mich zu sehen, dass viele gute Produkte dabei waren. Dann kann wieder ein Monat sein, wo man denkt, oh mein Gott, das ist alles nicht. Ne, wo richtig die Flops, na, einer nach dem anderen, was man aus dem Schrank holt, war irgendwie nichts. Wobei ich auch sagen muss, ich gebe ja auch viele, viele Sachen einfach weiter schon, die nichts für mich sind. Deswegen gibt es ja dann auch aussortiert Videos und sowas. Ne? Da kommt dann natürlich auch immer viel rein, was schon vorab weg ist. Die wenigsten Produkte sind ja dann meist die, wo ich noch bis zum Ende verwende. Und ihr Lieben, ich kleine Quatschtante, verabschiede mich gemeinsam mit meinem Müll hier von euch und wünsche euch einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, Mittag, Nachmittag, wann immer ihr hier bei mir wart und reingeschaut habt. Vielen Dank an dieser Stelle, freue ich mich immer, immer, immer ganz doll drüber. Und jetzt winke ich euch mit meinen nicht fettenden, wunderschönen, gepflegten letzte Reste Händen einmal zu und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!